Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian. Heute hat mir die Gabi aus Arzbach geschrieben und die Gabi schreibt, gestern wurden ja Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen beschlossen. Was sind die wesentlichen Veränderungen und wie seht ihr Freien Wähler das? Ja, liebe Gabi, wir Freien Wähler, wir sehen das mit einigem Wohlwollen, denn wir haben ja, und darüber habe ich auch in Frag Fabian berichtet, schon nach den Osterfeiertagen ein Strategiepapier unserer Regierungsfraktion für den Exit, für ein verantwortungsbewusstes Zurückkehren zur Normalität präsentiert. Und was gestern verkündet wurde, das deckt sich doch sehr stark mit unseren Ideen aus diesem Papier. Die neue Linie der bayerischen Staatsregierung, so kann man das zusammenfassen, trägt glücklicherweise ein gutes Stück weit die Handschrift dieser Überlegungen von uns Freien Wählern. Für mich sind mindestens 5 Maßnahmen ganz besonders zentral. Zum einen halte ich es für sehr wichtig, sozusagen einen Strategiewechsel anzustreben, weg von Ausgangsbeschränkungen hin zu so etwas wie gezielten Strategien zur Infektionsminimierung. Denn es geht uns ja nicht darum, die Menschen in Bayern einzusperren, sondern uns geht es mit all diesen Maßnahmen darum, die Ausbreitung des Coronaviruses bestmöglich einzudämmen. Und deshalb ist es auch nicht nötig, die Menschen einzig im Ausgang zu beschränken. Viel wichtiger ist es, ein Stück weit Normalität für die Zeit zu ermöglichen, bis ein Medikament, bis ein Impfstoff da ist. Und in dieser Zeit aber gezielt Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die die Ausbreitung des Coronaviruses eindämmen. Erster wichtigster Punkt, also Abkehr von den Ausgangsbeschränkungen hin zu einer gezielten Strategie der Kontaktbeschränkungen, hin zu einer gezielten Strategie der Infektionsminimierung. Für besonders wichtig halte ich auch die Entscheidung, dass wir uns jetzt endlich in unseren Familien wieder treffen können, dass es wieder erlaubt sein wird, auch Oma, Opa in einer Seniorenbetreuungseinrichtung zu besuchen. Denn die Corona-Folgen und der Schutz vor Corona ist das eine, die soziale Isolation und all ihre Nebenfolgen ist das andere. Und deshalb bin ich sehr froh und halte es auch für wichtig, dass es möglich wird, wenigstens wieder in der geraden Verwandtschaftslinie zusammenzukommen. Wichtig ist auch, dass jetzt endlich wieder eine Perspektive, und dafür haben wir Freien Wähler sehr gekämpft, für unsere bayerische Gastronomie aufgezeigt ist, sodass wir nicht nach Corona aufwachen und der Italiener um die Ecke und der Biergarten in München und anderswo ist möglicherweise pleite und gar nicht mehr da. Deshalb jetzt 2-stufige Strategie. Zunächst starten in der Außengastronomie, in den Biergärten und anschließend dann auch mit den notwendigen Schutzauflagen selbstredend eine vorsichtige, langsame Wiedereröffnung der bayerischen Gastronomie. Nicht weniger wichtig ist, dass das 800 Quadratmeter Kriterium fällt. Die Gerichte haben uns ja schon mit auf den Weg gegeben, dass das den Gleichheitsgrundsatz verletzt, dass es schwer erklärbar ist, haben auch wir Politiker gemerkt, dass die einen Geschäfte öffnen dürfen und die anderen nicht. Und deshalb bin ich froh, dass jetzt entschieden wurde, dass man sich beschränkt auf Infektionsminimierung, darauf beschränkt, nur eine gewisse Zahl von Menschen in einen Laden zu lassen, die dort entsprechend Abstand halten müssen, dass das aber nicht mehr von einer ja mehr oder weniger willkürlich gewählten Größe eines Geschäftes abhängt. Ich denke, das ist auch ein großer Erfolg in Richtung unseres bayerischen Einzelhandels. Und fünftens und letztens bin ich natürlich persönlich ganz besonders froh und stolz, der ein oder andere mag es verfolgt haben, dass wir zu ersten Öffnungen im Bereich des Amateur- und Breitensports uns durchringen konnten. Das ist ein Thema, für das ich mich die letzten Wochen sehr intensiv stark gemacht habe, um da die Strukturbrüche aufzulösen, um zu verhindern, dass es jetzt Geisterspiele für ein paar exklusive Profifußballer gibt, während draußen schwer erklärbar ist, weshalb man mit 1,5 Meter Abstand zwar einkaufen gehen und spazieren gehen kann mit einer haushaltsfremden Person, es aber illegal wird, wenn man zum Beispiel alleine über den Golfplatz läuft, alleine an den Schießstand geht oder aus 20 Metern Abstand miteinander Tennis spielt. Auch das also eine wichtige Entscheidung, um wieder Konsistenz herzustellen. Und von dieser Konsistenz der Maßnahmen hängt es nach meinem Dafürhalten auch ab, ob die Menschen bereit sind, sich dran zu halten. Und nur wenn sie sich dran halten, dann funktionieren diese Maßnahmen auch. Deshalb auch das eine ganz wichtige Entscheidung. Das sind mal 5 Punkte, die gestern vom Kabinett beschlossen wurden, die sich auch so wiederfinden in dem Strategiepapier unserer Regierungsfraktion, sodass wir uns da ein gutes Stück weit bestätigt fühlen. Ich meine, Bayern ist damit gut aufgestellt und Bayern sollte sich im Übrigen auch nicht treiben lassen, auch nicht hetzen lassen von anderen Bundesländern.
Bayern war zu Recht die Benchmark, die Blaupause für das Krisenmanagement beim Einstieg in die Maßnahmen. Auch da hat man uns zunächst belächelt und anschließend hat man es uns deutschlandweit, ja sogar europaweit, so nachgemacht, wie wir es für Bayern entschieden haben. Und es gibt uns, glaube ich, schon das Recht, uns auch beim Ausstieg jetzt an dem zu orientieren, was das Beste für die Menschen in Bayern ist. Das, was das Beste für die Menschen in Bayern ist, das ist die einzige Maßgabe für unser Entscheidungsverhalten als regierungstragende Fraktionen und als bayerische Staatsregierung. Und mit diesem bayerischen Weg und den jetzt skizzierten Lockerungsmaßnahmen sind wir dafür nach meiner Einschätzung bestens aufgestellt. Eine kleine Zusammenfassung der wesentlichen Maßnahmen, die blenden wir euch jetzt ein, sodass ihr alle bestens informiert seid, was jetzt und in der näheren Zukunft gilt. Und wenn es Veränderungen gibt, dann melde ich mich ebenso wieder mit Frag Fabian wie nächste Woche, wenn es um eure Fragen geht, die ihr gerne unten in den Kommentaren posten könnt. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.